Schön. Ich mag ja auch alte Zwischensequenzen, ne? Das ist immer mal wieder sehr, sehr toll. So. Ich habe jetzt auch gerade mal gesehen, warte mal, das stelle ich jetzt auch gerade noch mal eben ein, weil wir sind immer noch im Dragon's Dogma-Modus, deswegen würde ich einfach mal sagen, ich schmeiß die Kamera mal wieder hier unten hin. Weil dann seht ihr den Lebensbalken. Dann wird natürlich auch nochmal gespeichert. Und dann wird sich auf dieses tolle Quad gesetzt, weil was soll schon schief gehen? Die Sache ist aber, ich würde ganz gerne tatsächlich erstmal hier nochmal durch, einfach nur um zu gucken, ob ich vielleicht irgendwie ein Medipack finde. Ah, okay. Oder zumindest Muni oder sowas. Weil das war schon sehr einladend tatsächlich. Wird ja auch nicht als Secret markiert. So, Rückwärtsgang. Immerhin piept sie nicht. So, schön nach unten lassen, sehr gut. Jo, dann wollen wir doch mal aufsteigen. Brim, bam, 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 bam. Okay, altes Konsolengas geben, schön mit A bzw. X. Okay, Driften funktioniert auf jeden Fall schon mal sehr gut. Wir haben leider keinen Rave, wie beim letzten Mal. Das ist wieder relativ gute Mucke. Also die bei der Teststrecke, bei der Croft Manor dann mit dabei ist. Aber der Rave aus Teil 2 ist leider nicht dann mit am Start. Aber wir haben auf jeden Fall wieder Tomb Raider Racing am Start, das finde ich sehr gut. Generell mit der Fahrzeugnutzung finde ich echt geil. Also das macht schon ganz Laune, der Rafer bist. Der hat echt Laune gemacht. Das war's schon? Okay. Ich muss erstmal outfiggern hier, was hier eigentlich los ist. Jetzt nur die Frage. Nee, warte mal. Da rein? Nee. Irgendwo einen Hebel vergessen oder was war das jetzt hier für eine? Habe ich mich jetzt ein bisschen zu sehr treiben lassen? Irgendwie fehlt mir hier noch ein Hebel oder so. Da hinten ist eine Schlange, das sehe ich doch jetzt schon. Ja, okay. Zum Glück mit festhalten. Kein Bock auf Vergiften. Dieses abwechselnde Schießen ist halt auch anders wild. Also, Frau Croft, dann gehen Sie mal hier in die Höhle. In der Hoffnung, dass hier irgendwo ein Hebel oder irgendwas ist, der dann jetzt unter Umständen mal die Tür auf der anderen Seite aufmacht. Hätte ich jetzt gerade doch ein bisschen zu sehr Bock, tatsächlich rumzuspringen mit dem Quad, aber ich hoffe mal, das verdenkt mir niemand. Nein! Weiß ich auch nie, ob die noch lebt oder ob die jetzt gerade schon in ihrem Todeskampf ist hier mit dem Rumgezappel. Okay, Medipack nochmal. Hier unten geht's runter. Ich habe allerdings, glaube ich, hier ist auch nochmal runter, ne? Oder ist es einfach nur Stacheln und Tod, Verderben? Ne, hier ist die Tür auf der anderen Seite, wenn dann. Ne, hier ist die andere Seite dann. Dann kann ich hier aber auch aufmachen. Schöner Schalter auch für so eine alte Höhle. Ach Mensch. Guck mal, hier ist dann netterweise tatsächlich dann der Speicherkristall, wenn man es halt manuell machen würde. Ach, dann kommt sie hier hin. Alter, es ist weitläufig. Also prinzipiell hätte ich jetzt halt gesagt, ja okay, du kommst dann jetzt halt hier unten hin, aber du kannst ja hier auch noch lang.
Also kannst ja hier dann jetzt locker mit dem Quad auch nochmal hinfahren. Sollst du, glaube ich, auch. Das ist jetzt auch wieder die Frage, biege ich da jetzt dann ab und mache da dann jetzt den normalen Weg weiter oder hole ich jetzt mein Quad und fahre da weiter? Aber ich habe irgendwie mehr Bock zu fahren. Wenn ich da wieder hinkommen könnte, ich glaube aber schon. Ja, easy. Na, wenn ich jetzt schon mal einen Kristall gefunden habe, dann kann ich hier auch legit nochmal speichern. Ehrlich. Na gut, dann volle Kanüle. Oder auch nicht. Es gab aber keinen Turbo Boost, oder? Also ich habe ja auch versucht. Vielleicht so wie man sprintet. Okay. Könnte noch ein bisschen dauern hier mit dem im Kreis gefahren gerade. Komm schon. Krassere Düftmechaniken hier als bei Mario Kart. Hier mal durch, dann da nicht runter, sondern hier entlang. Ich habe so ein bisschen das hier auf jeden Fall der richtige Weg. Nein, da geht's zu weit runter. Immer dieses noch so reinklippen, so soll sie oder soll sie nicht? Ich als Spiel sage, sie soll nicht. Okay. Dann machen wir hier halt ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube, da ist so ein bisschen Schlammpackung. Vorsichtig. Okay, hier sind ein bisschen Offroad-Künste gefragt, habe ich das Gefühl. Also wenn man dann einmal in dem Momentum drin ist und dann hier anfängt rumzudriften, ist schon heftig. Aber auch wirklich Tomb Raider Racing hier angesagt. Das ist schon sehr geil. Also gerade wenn man dann so bedenkt, dass früher zum Beispiel... Ach ja, das Blätterdach. Aber immerhin nicht komplett runtergesegelt hier. Gehe ich in den Drift. Das ist mir jetzt gerade mal aufgefallen. Ganz, ganz komische Bewegungsmuster jetzt gerade hier, die ich an den Tag lege. Schön langsam. Aber jetzt hier mit Blätterdach und so weiter, ich glaube, bin ich mit Vorsicht dann doch ein bisschen besser beraten. Wie auch immer ich da jetzt runtergefallen bin. Ich weiß auch nicht, ich glaube aber theoretisch, ich muss das Quad mitnehmen, weil da sind sicherlich dann auch nochmal so ein, zwei Rampen, die ich nur mit dem Quad hinbekomme. Übrigens, wir kriegen heute wirklich nur noch Indien hin. Also das zieht sich dann doch ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Wenn überhaupt. Also ich weiß ja nicht, was noch so kommt. Ob jetzt hier nach Tomb Raider Racing 2 nochmal ein Bossfight gegen unseren Kollegen aus der Chemie, hätte ich fast gesagt. Aus der Wissenschaft. Ob da dann nochmal irgendwie was ist, aber...
Ich kann es mir eigentlich fast vorstellen. Speicherkristall, den nutze ich auch mal. Und darüber dann jetzt einmal. Let's go. Okay, das ist auf jeden Fall angenehmer damit zu fahren. Du stirbst halt auch nicht direkt. Anders als mit dem Schneemobil. Ist da in dem. Er ist die Pflanze, okay. Aus wie ein Item in dem Busch. Ja, fast. Ich lade das mal. Das würde ich dann doch ganz gerne oben nochmal ausprobieren. Außerdem ist die Geschichte hier so prominent platziert am Anfang des Levels, dass wir, da wird ja auch so drauf nochmal hingewiesen. Das ist so, dieser ganze Abschnitt ist jetzt wahrscheinlich wirklich nur noch über Quad. Jetzt eine Frage. Irgendwas. Ja, das ist ein Sprung, den krieg ich so nicht hin. Da muss ich unten lang. Ja. Damit haben sie nicht gerechnet. Geben sie ihrem Schicksal dann aber auch komplett hin. Ich werde das Gefühl nicht los, ich soll gar nicht hier sein mit dem Ding. Fühlt sich gerade also ein bisschen an wie mit einem Quad bei Warzone. Die in welchen Gebäuden rumhängen. Okay, vielleicht ist der Spaß jetzt auch vorbei. Mal sagen, hier ist jetzt auf jeden Fall Strömung. Ach du heilige. Ja, cool. Ist auch schön, dass die überhaupt nicht ausrasten, die Kollegen. Was ich mich nur frage, ist jetzt tatsächlich immer so, muss ich da jetzt runter oder kann ich hier oben bleiben noch irgendwie? Das ist schon ganz andere Mucke. Passt. Sagen wir mal so, ich bin von der Streckenführung ein wenig verwirrt. Wenn ich da jetzt mit dem Quad hinfahre, dann fühlt sich. Okay. Dann fühlt sich das ein bisschen so an, als würde ich da unten mit dem Quad jetzt nicht unbedingt. Aber das ist ja dann prinzipiell, irgendwann kommt der Fluss doch dann hier durch. Nee, gar nicht. Ich bin zu dem Wasserfall da gekommen. Ist alles ein wenig weird. Ganz knapp dann da. Zumindest einmal zum Clearen ist das ganz gut hier. Nein, das wollte ich nie. Ja. Da kommst du auch so nicht rüber, ohne dass die Piranhas dich komplett auseinandernehmen. Da rutschst du dann eher immer noch mal ins Wasser zurück, sobald sie da anfängt hochzuklettern. Ich stehe ein wenig auf dem Schlauch. Rip, rip, rip. Noch versucht. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht irgendwie schaffen kann, wenn man da dieses Hochdriften mit Momentum aufbauen und was weiß ich nicht allem macht, aber
Ich glaube, den Sprung an sich, den kriegst du so nicht hin. Also ich wollte eigentlich auch gar nicht ins Wasser. Ich wollte eigentlich hier hoch. Das war der eigentliche Plan. Ich weiß zwar auch noch nicht genau, was ich mir davon erhoffe, aber... Ist doch das Floß von dem Typen. Boah, schön übertrieben nochmal mit einem Salto. Ja, das funktioniert gut mit dem. Danke. Dann nehme ich doch jetzt einfach mal an, dass der Typ hier irgendwo sein muss. Als ob du da jetzt nicht langlaufen kannst, weil da ein Wasserfall ist. Ich hab genug Leute, die in irgendwelchen Wasserfällen anfangen rumzuduschen. Danke. Im Zweifel ist hier ein Secret, aber irgendwas ist hinter einem Wasserfall immer. Am Ende des Ganges angekommen. Okay. Das war's aber auch immer noch nicht mit Indien. Oh, ich habe etwas, glaube ich, über... Ist das die Höhle, wo man sich an dem Grasbewuchs irgendwie halten kann oder sowas? Ich glaube, ich habe einmal jetzt bei Tales letztens reingeguckt. Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwie kann man sich hier, glaube ich, an der Vegetation halten und dann schafft man die Höhle doch ein bisschen schneller. Weil ansonsten kann man sich hier, glaube ich, sehr schnell verlaufen. Dann habe ich mir gedacht, ja, das ist so ein Tipp, den nimmst du mal mit. Genauso wie diese Muni hier. Ausgesetzt, er hat mir keinen Scheiß erzählt. Einfach nur mal so in die Wand rein buxieren. Da sind Pflanzen. Da nicht. Oder ich habe mir das jetzt halt einfach komplett falsch gemerkt und da, wo keine Pflanzen sind, sollte ich eigentlich langlaufen. Aber irgendwas war mit Pflanzen. Deswegen vertraue ich jetzt einfach mal darauf. Das sieht ja zumindest danach aus, als würde der Weg soweit richtig sein. Hier geht es nur hier lang. Ja, und hier ist ein Speicher. Das sieht doch gut aus. Danke, Tales Gaming. Vorausgesetzt, ich sterbe jetzt hier nicht. Warte mal. Ah. Eine kleine Snake Püt. Scheiße. Eine Snake Püt mit so ein paar Snacks. Aber wenn wir uns da jetzt genau in der Mitte hinlassen, dann kommen wir doch bestimmt auch unbeschadet dadurch, oder nicht? Ich könnte übrigens mal speichern, weil ich glaube, ich habe zuletzt oben auch wieder bei den Quad gespeichert. Das ist ein bisschen was her.
Hi. Hui. Hoppala. So viele Schlangen. Und unter Umständen noch eine Kugel. Das will ich aber nicht herausfinden. Da war eine. So ein bisschen das Gefühl, je nachdem, wie die Schlangen jetzt den Kopf noch weiter draußen hatten, kann es unter Umständen sein, dass die auch alle weggehauen wurden. Aber das will ich jetzt gerade nicht nachprüfen. Das sieht doch gut aus. Machen wir nochmal eine Speicherung. Ja, okay. Ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass jetzt hier jetzt so ein Runterrutschen kommt. Ist aber nicht so. Jetzt kommt ein Runterrutschen. Boss? Ah! Oh Gott. Lava. Oder zumindest sehr, sehr giftiges Wasser. Ja, okay, hier ist ein Bossfight, dann... Speichere ich aber auch tatsächlich, glaube ich, bevor ich hier einmal runterrutsche. Dann haben wir auf jeden Fall dann auch das Aufnehmen des Medipacks fertig. Dann passt das besser. Gesundheitlich sieht es gut aus. Ja, komm, so ein, zwei Schuss kann ich in ihn reinjagen, glaube ich, mit Schotti. Wow, stark, Lara. Oder auch nicht. Ich glaube, solange ich nicht von den Feuerbällen getroffen werde, ist alles cool. Sagte er, während er von Feuerbällen getroffen wird. Alternative, warte mal, wann mache ich Schaden? Jetzt. Okay, sobald er anfängt mit seinem Feuerchen. Ah. Okay, ich hab mich einfach nur vor Glück beschissen, habe ich so das Gefühl. Okay, pass auf, wir machen das jetzt anders. Ich positioniere mich hier. Das müsste reichen, oder? Oh. Oh, ein kleines Mario-Level draus. Guck mal. Das klappt doch. Einmal nochmal ein kleines Abschiedsfoto von dem Kollegen. Oh, also jetzt aber auch genau in der richtigen. Ja, wow. Gut, dass der jetzt den Dingens macht, das war mir nicht bewusst. Jetzt nur die Frage, was genau das am Ende nochmal war und wie ich es umgehen kann. Muss ich mich da irgendwie ducken oder sowas? Bossfights, ey. Wieder aufs Neue eine gute Idee. Aber das ist so ein Ding, dass ich auf jeden Fall anfange zu brennen und muss mich dann irgendwie löschen oder so, sobald das Wasser wieder begehbar ist. Wenn es jemals begehbar wird. Nein! Oh. Dass ich auch immer noch mal verkacken muss dann zum Ende hin. Hier haben wir jetzt genug Zeit, um mich hier zu positionieren. Das ist schon mal gut. Ja. Liebst auch wieder jetzt dann einfach Boden entsteht. Von wegen, ich mach noch mal ein Abschiedsfoto. Toll. Das ist gut gemacht, Bob.
Collectibles würde ich schon noch ganz gerne mit. So nicht zu nahe kommen, hätte ich jetzt gesagt. Ne? Ich duck mich ja trotzdem vorsichtshalber nochmal. Ich muss auf jeden Fall das da in der Mitte jetzt besorgen, aber ich würde ganz gerne das Medipack noch. Alter. Doch auf, immer so loszusprinten. Da ist noch was. Das ist alles Muni für Waffen, die ich nicht habe. Ah, ne, den Granat. Ah, okay, den Granatwerfer hätte ich dann jetzt auf der anderen Seite nochmal gekriegt. Okay. Nicht speichern, vorher kommen. Das ist ein Sprung, den kriegt man hin. Danke. Nimm. Da kriegen wir unsere lang ersehnte Zwischensequenz. Ich möchte doch nicht, dass Sie von dem schwachköpfigen Forscher vorhin auf mich schließen, Miss... Lara. Ich bin Dr. Willard. Ich wollte mich eigentlich selbst mit Tony unterhalten, aber ich muss sagen, Sie haben die Sache recht elegant gelöst. Ich bin beeindruckt. Ich möchte Ihnen gerne eine andere Arbeit anbieten. Was? Soll ich etwa auch mit Ihren anderen Jungs herumtoben? Nein, danke. Zum Glück waren das die einzigen Versuchskaninchen, die wir freilaufen ließen. Nein, ich bräuchte 3 weitere Artefakte wie dieses. Der Infader-Stamm besaß nur ein Artefakt dieser Art. Es ist einzigartig. Und welches Interesse hätten Sie daran? Ich zeig's Ihnen. Es stammt nicht aus Indien, sondern von einer Insel nahe der Antarktis. Genauer gesagt, ist es ein Meteorit, der von den Polynesiern, die vor langer Zeit dort siedelten, bearbeitet und benutzt wurde. Sehen Sie das? Das ist einmalig. Ein unbekanntes Material. Und wie ist das hierher gelangt? Von Planeten geformt, von Polynesiern bearbeitet, von Idioten verstreut. Unsere Ausgrabungen und Untersuchungen haben uns das hier beschert. Das Tagebuch eines Matrosen, der an Charles Darwins Expedition auf der Beagle teilnahm. 14. August 1834. Diese Reise ist sterbenslangweilig. Es gibt einfach nichts weiter zu berichten. Von wegen Abenteuer auf hoher See. Einfach nur peinlich ist es. Ich kann hier Anno 1602 Vibes. Oder darüber, wie wir für die blasphemischen Ideen von unserem feinen Herrn Darwin Blumen pflücken und pressen? Aber das regt mich jetzt auch nicht mehr auf. Ich will bloß noch was zu futtern. Irgendwas außer dieser ewigen Gemüsebrühe. Heute haben wir 5 einen Pakt beschlossen. Die einzigen Proben, die wir nehmen werden, sind aus Fleisch. Echtem, festem, blutigen Fleisch. Der Schnee wird zu dünn, die Spuren sind weg. Lauft einfach weiter, wir sind ihm schon auf den Fersen. Und ein bisschen Freeboard-Vibes kriege ich auch. Hier ist was! Seht mal, noch eins! Was mögen die wert sein? Zu spät, da waren nur 4. Ist keins für dich übrig? Oh ja. Paul. Warum? Komm schon, Steven. Gute alte Hundesound aus Tomb Raider.
Am besten ist, keiner sagt Darwin was hiervon, ja? Sonst müssen wir nochmal da rein und das Vieh jagen, um Proben zu kriegen. Also, Paul ist in eine Gletscherspalte gefallen, klar? Okay, Steven. Amen. Steven überlebte als einziger der vier. Nach seiner Rückkehr nach London verkaufte er sein Artefakt aus Aberglauben. Er hatte gesehen, wie seine Kumpels wegen ihrer Artefakte ermordet wurden oder durch sie umkamen. Einer hier in Indien, einer im Südpazifik und einer in Nevada. Dorthin sollen sie für mich fahren. Na dann mal los. Na dann mal los, sagt die Gute. Okay, ich hab's vergessen. Hat es ein bisschen nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass wir hier auch nochmal Achievements kriegen, tatsächlich dann auch in Teil 3 noch. Kalia-Höhlen haben wir fertig. Und das ist so geil, dass wir tatsächlich... Die alte Weltkugel im Vergleich zu der neuen ist aber auch schon sehr, sehr schnieke. London, Nevada, Südseeinseln. London lasse ich jetzt gerade mal. Ich denke mal, dass mit London wird der, das ist das, was der verkauft hat, höchstwahrscheinlich. Bin in Fallout in einem Bunker. Junge, hat mich das verjagt. Oh, welches Fallout denn? Oder meinst... Achso, 4. Nice. Müsste ich auch... Ich glaube, ich zock gleich nochmal ein bisschen Fallout. Einfach nur für mich zum Abend ausklingen. Meinst du den Dingen-Sound? Sorry. Ich habe auch fast vergessen, dass wir tatsächlich auch nochmal Achievements kriegen. Die sind im Vergleich zum Spiel auch immer super laut. Aber naja. Nevada interessiert mich tatsächlich sehr. Weiß ich nicht, Südseeinseln. Alles gut. Boah, ich bin aber momentan auch krass im Fallout-Hype durch die Serie, ne? Also ich finde die Serie super geil. Wir haben auch nur die ersten beiden Folgen bisher gesehen. Müsste ich Missy eigentlich auch nochmal zu überreden, dass wir jetzt mal auch demnächst nochmal weitergucken. Aber ich finde die Serie super geil. Hat auch ordentlich Bock gemacht, wieder auf ein bisschen Fallout-Gedaddel. Machen wir Nevada. Ah, komm. Oh, schön. Oh, schön. Ich wollte sagen, das sah, glaube ich, damals noch ein bisschen anders aus hier in der Wüste. Auch schön das Nevada-Outfit hier. Wie sieht es aus mit dem Inventar? Ist noch alles cool, ne? Ja. Ich mache aber jetzt auch nicht mehr allzu lange. Ich hatte jetzt nur kurz überlegt, ob wir vielleicht noch eine Zwischensequenz kriegen, wenn wir jetzt nach Nevada reingehen. Aber, oh Gott. Dann keile ich mich jetzt hier gerade noch mal ein bisschen mit den Vögeln und dann mache ich schon mal Ende, weil ich muss mir auch gleich mal ums Essen kümmern. Und um ein bisschen Haushalt noch. Dann können wir das nämlich alles noch mal ein bisschen abfrühstücken und dann geht es nächste Woche irgendwann noch mal mit Tomb Raider weiter. Mein Gott. Das halbe Tierreich will mich hier jetzt umnageln, ey. Okay. Ja, dann können wir uns nächste Woche noch mal um Tomb Raider kümmern. Ich mache nächste Woche auf jeden Fall Frontschweine einmal an. Damit wir da dann jetzt auch mal ein bisschen zur Pütte kommen. Und ansonsten wird es dann bei den beiden Projekten jetzt wahrscheinlich erstmal nochmal bleiben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Tomb Raider. Dann sage ich auf jeden Fall an der Stelle erstmal Rumpi, danke, dass du mit dabei warst. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Ich kann schon nicht mehr reden. Viel Spaß bei Fallout. Ich denke mal, ich werde auch gleich, wenn ich nochmal ein bisschen ein Minütchen habe oder so, werde ich wahrscheinlich auch nochmal reingucken bei 4 oder vielleicht den ersten. Also nicht diese Oldschool-Fallouts ab und zu mal reinschmeißen, ist auch mal ganz nett. Ja, viel Erfolg, viel Spaß noch. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Da wollte ich mit Missy ein bisschen das neue Stardew Valley Update angucken. Ich hoffe mal, das wird auch was, aber ich denke mal, das kriegen wir schon irgendwie hin. Danke, bis die Tage und tschüssi.